Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Okami HD. Im letzten Part haben wir den Boss der Uni-Insel platt gemacht, nämlich Neunschwanz. Und jetzt sollen wir als nächstes dann wieder in den Norden zurück zum Shinshu-Feld, weil sie nämlich dort irgendwie alle dunklen Mächte jetzt dann versammelt haben oder sowas. Und der Oberoberböse Yami hieß er, glaube ich, oder Yagi hieß er, glaube ich, den sollen wir da anscheinend auch finden können. Mal gucken, ob das dann wirklich der Fall sein wird. Aber erstmal, bevor wir da hingehen werden, möchte ich noch ein paar andere Vorbereitungen treffen. Denn wir haben ja jetzt doch mittlerweile einige Dämonenzähne und auch Geld sammeln können. Und das möchte ich noch ganz gerne einsetzen, um dann eben ein paar neue Fähigkeiten zu erlernen. Das haben wir hier im letzten Part bei der Ryushima-Küste auch schon gemacht. Und ich will jetzt aber doch noch ein bisschen mehr lernen. Ich will erstmal zum Agatha-Wald gehen, ja. Weil da war ja der erste Dämonenzahnhändler, den wir getroffen haben, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ich glaube aber schon. Und ich will eben noch zu dem kurz hingehen und dann auch zum Kaiser, also zum anderen Dämonenzahnhändler. Und dann auch noch zum ersten Dojo. Und übrigens, die Truhe hier habe ich noch nie geöffnet sogar. Alles klar, dann, oder die Truhen hier. Machen wir das mal. Mit einem heiligen Knochen M. So. Also ich meine, wenn ich schon... Ja, verdammt, hält nur ganz kurz an. Wenn ich schon direkt hier an so einem Ort vorbeilaufe, wo ich etwas... Perle sogar cool. Wo ich etwas noch nicht erkundet habe, dann werde ich es natürlich hier schon auch... Oh Mann, ich bin so schlecht. Dann werde ich es natürlich schon auch hier gleich machen, weil ich sage... Ich habe ja schon immer so häufig gesagt, dass ich ja eigentlich dann das Ganze nachholen erst halt am Ende des Spiels machen will. Wenn ich auch wirklich alle Fähigkeiten habe. Aber da komme ich noch nicht hin, ja. Aber da oben war ich, glaube ich, schon mal, oder? War ich da schon mal? Ich will mal kurz nachschauen. Deswegen, wie gesagt, ich möchte es eigentlich erst alles halt eher am Ende machen, wenn ich auch alle Fähigkeiten habe. Und ich bleibe da auch dabei. Aber wenn ich schon direkt an so einer Stelle vorbeilaufe, dann ist es doch ein bisschen was anderes. Und dann will ich es doch ganz gerne gleich nachholen. Okay, hier oben. Ich dachte schon. Mit einer weiteren Truhe, ja. Und zwar ein Blackwanset. Okay. So. Aber dennoch sind wir jetzt hier an der Stelle noch immer nicht fertig, weil es eben noch diesen Felsen da gibt. Den wir auch jetzt noch nicht zerstören können und wo ich auch noch aktuell nicht weiß, wie das dann gehen kann später mal. Deswegen müssen wir auch das erstmal sein lassen. Aber, na gut. So, der Dämonenzahnhändler. Der war hier unten, glaube ich, irgendwo in der Nähe. Hier ist er auch schon, genau. Hallo. So, Kiba. So, ich habe mittlerweile echt einige. Und ich muss mal kurz gucken, was der jetzt alles nochmal für tolle Items hat. Das obere ist mir ziemlich egal. Die unteren sind etwas interessanter. So, Goldglückskatze bringt Glück. Zieht Wertgegenstände in der Nähe an. Zieht Wertgegenstände in der Nähe an. Also ich muss da nicht mehr direkt drüber laufen. Und ich werde die einfach so schon bekommen. Okay. Ist aber jetzt... ist es so mega nützlich? Ich weiß gar nicht genau. Holzmatte, spende Geld und im Schlaf werden deine Wunden geheilt. Okay, da kann ich Geld hergeben, um mich dann zu heilen. Ist aber auch gar nicht mal so nützlich, weil mit Heilung habe ich noch nie Probleme gehabt bisher. Und das hier erzeugt heiligen Ton, der Dämonenrollen fernhält. Ja, das ist vielleicht noch ganz nützlich, würde ich sagen, wenn ich halt irgendwo hinrennen will. Und wenn ich halt jetzt keinen Kampf machen will, aber das habe ich jetzt bisher auch nicht so oft gehabt. Also so nützlich sind die Sachen von ihm gar nicht mal, muss ich sagen. Das sind, glaube ich, echt die Dinge vom Kaiser sogar etwas besser. Aber trotzdem will ich jetzt schon irgendwie eine Sache zumindest kaufen. Ja, vielleicht mal doch die Goldglückskatze. Weil das ist, glaube ich, nicht so schlecht, wenn ich halt da nicht da direkt rüberlaufen muss. Weil ich hatte, glaube ich, schon häufiger mal auch halt Geld verpasst, weil ich halt nicht direkt reingelaufen bin. Und weil ich es halt dann übersehen habe. Aber so wird es dann halt immer zu mir hergezogen, nehme ich jetzt mal an. Ich denke mal, Geld zählt da auch dazu, zu Wertgegenständen. Ich werde deswegen mal dann, glaube ich, die wenigstens kaufen. Ja. Okay. So, und zählt das jetzt auch gleich? Oder ist es ein Ausrüstungsgegenstand? Ach, ist sogar okay. Ah, interessant. Aber ich habe ja drei Plätze. Ich lege das mal dann an. Ja. Und jetzt werden Wertgegenstände angezogen. Ich kann es mal kurz hier testen, mal schnell. So. Okay, werden sie. Ja, ich muss nicht mehr direkt da drin stehen. Hat sogar anscheinend eine ganz gute Reichweite. Deswegen, ja, das war dann, glaube ich, doch ein ganz sinnvoller Kauf. Jetzt nichts, was man jetzt unbedingt braucht oder sowas, aber trotzdem, glaube ich, ganz sinnvoll. Hatte noch der irgendwas, was ich noch nicht gekauft habe, was ich immer noch kaufen will? Der Typ da? Nein, okay. So, dann gehen wir am besten gleich zum anderen Dämonenzahnhändler, also zum Kaiser. Und dafür möchte ich ganz gerne dann hier zur Quelle nach oben, ja. Weil, nur mit einer Quelle komme ich ja wirklich sinnvoll nach Saiyan hin. Das geht ja, genau, ich kann das jetzt auch hier. Und ich kann übrigens auch da oben jetzt mal graben kurz. Das können wir mittlerweile auch, richtig. So, genau. Auf jeden Fall komme ich ja über die Speicherpunkte. Okay, Heilung, alles klar. Komme ich ja über die Speicherpunkte nicht so wirklich leicht nach Saiyan. Oder genauer gesagt, komme ich da eigentlich... Ne, Moment. Komme ich da eigentlich gar nicht nach Saiyan rein, glaube ich. So ungefähr. Mach ich es falsch? Muss ich hier direkt so drinstehen? Oder wie jetzt vielleicht? Okay, jetzt geht's alles klar.
Weil ich glaube, in Saiyan selber gibt es ja keine Speicherstation mit so einem X, wo ich mich eben hinwarpen kann. Aber eine Quelle gibt es schon in Saiyan, deswegen ist es dann so ein bisschen einfacher. Stadt Saiyan Adelsviertel, da will ich hin. Genau. Okay. Und dann werden wir eben auch da gleich kurz bei ihm vorbeigucken. Und wenn wir auch das getan haben, dann können wir eben noch zum ersten Dojo gehen. Und das erste Dojo ist ja auch sowieso beim Shinjo-Feld direkt. Und da wollen wir eh hin. Deswegen liegt es dann eh auf dem Weg quasi. Und deswegen ist es dann wunderbar, wenn wir dann dort auch noch vorbeigucken können. Aber jetzt dann erstmal noch kurz zum Kaiser möchte ich eben gehen. Moment, ich bin da falsch gelaufen. Der ist ja da hinten, richtig. Wo auch der Dungeon war, wo wir verkleinert wurden. Genau. Und wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann, dann hatte der, glaube ich, ein bisschen nützlichere Sachen, oder? Heißt es dann der erste. Obwohl ich eigentlich vom ersten Dämonenzahnhändler dachte, dass der auch nützlichere Sachen hätte, ehrlich gesagt. Aber vielleicht habe ich es auch einfach nur gedacht, weil ich halt da noch nie was kaufen konnte bei denen. Und weil es dann deswegen alles so total selten und mega heftig auf mich wirkte oder so. Aber ich glaube schon, dass der jetzt ein bisschen bessere Sachen dann haben dürfte. Die sind ja auch teurer bei dem, glaube ich. Aber dafür eben auch ein bisschen besser. Wir schauen mal kurz. So. Das obere ist mir wieder mal egal. Die hat er auch, ja. Okay, also, okay, alles klar. Er hat schon auch dieselben Sachen wie der andere. Aber halt noch ein bisschen mehr. Deswegen, ich könnte auch sogar meine Sachen nur bei dem kaufen. Und den anderen Dämonenzahnhändler kann ich jetzt sogar eigentlich ignorieren. Okay. Goldtintenfass. Tintenfass mit Goldschimmer erhöht die Tintenregenerierung. Ja, das wäre eigentlich ganz gut gewesen, ehrlich gesagt. Hätte ich vielleicht dann doch die Katze da nicht kaufen sollen. Aber okay, was ist das hier? Ziehe Linie zwischen Isson und Gegnern, um Objekte zu stehlen. Ja, das ist vielleicht auch ganz cool sogar. Ich weiß natürlich nicht genau, was ich dann da alles stehlen kann, aber eventuell weitere Schätze oder sowas. Das wäre schon auch ganz cool und das ist auch sinnvoller als die oberen beiden, würde ich sagen. Obwohl wahrscheinlich die Tintenregenerierung sogar das Beste von denen ist. Und ich könnte jetzt sparen, bis ich 9 weitere Dämonenzähne habe, das stimmt schon. Aber ich will eigentlich lieber jetzt gleich irgendwelche Vorteile, oder was ist das hier eigentlich? Irgendwelche weiteren Vorteile haben. Antike Steintafel, die einem erlaubt, auf dem Wasser zu laufen. Ach. Echt jetzt? Einfach so? Das wäre sogar am besten, würde ich fast sagen. Weil, wie gesagt, Wasser ist Amaterasus größte Schwäche. Und das wäre schon cool, auch fürs Erkunden und so. Das wäre einiges wert sogar. Das soll ich doch sparen. Ja, ich spare dann doch mal. Okay, weil ich dann das doch ziemlich heftig finde. Die Wassersteintafel da. Und das ist dann doch was ich echt liebend gerne dann schon bald haben wollen würde. Okay. Jetzt mal kurz überlegen, gab es denn beim Shinjo-Feld eigentlich auch eine Quelle zum Hinteleportieren? Das weiß ich gerade nicht mehr, weil damals, als wir da waren, hatten wir ja auch die Fähigkeit noch gar nicht. Das war ja noch ganz am Anfang des Spiels, oder relativ am Anfang des Spiels, mit dem Shinjo-Feld. Deswegen weiß ich nicht genau, ob da jetzt auch schon irgendwo so eine Quelle war. Aber ich werde mal... Wo laufe ich eigentlich immer hin? Mann, ey. Aber ich werde mal kurz nachgucken. Weil wenn ja, wäre das ganz geschickt auf jeden Fall, weil wie gesagt, zum Shinjo-Feld müssen wir ja eh. Und wenn wir dann noch auf dem Weg das Dojo auch da mitnehmen können, das erste Dojo, und wir dann dort noch weitere Fähigkeiten erlernen könnten, wäre das schon auch ziemlich cool. Obwohl ich mir jetzt gar nicht sicher bin, ob es nicht vielleicht mit den Dojos genauso ist, wie auch mit den Dämonenzahnhändlern, dass also das zweite Dojo bei der Ryoshima-Küste, dass es sowieso in jeder Hinsicht quasi besser ist, okay, es gibt ja, sehr gut, gibt hier eine Quelle, dass das zweite sowieso in jeder Hinsicht besser ist, und dass ich beim zweiten auch eh schon alles lernen kann, was es auch im ersten Dojo gibt, aber halt noch vielleicht sogar ein bisschen mehr. Übrigens bin ich hier auch direkt beim Dojo, das wusste ich gar nicht mehr genau. Dass hier direkt eine Quelle ist, ist aber optimal. Übrigens hier der Laubhaufen. Ausmachen das Feuer. Ja. Oder auch wegwehen im Allgemeinen, genau. Und dann hier eine Truhe finden. Also ja, wie gesagt, es wird dann in den alten Gebieten, wenn wir dann die auch wirklich mal so richtig erkunden und dann da noch alles Mögliche auf einmal nachholen, wird es dann noch einiges zu erkunden geben, wie wir jetzt hier schon sehen können. Aber erstmal gehen wir doch mal rein. Aber ich dachte ja eigentlich schon, dass es hier andere Sachen gäbe als beim zweiten Dojo, oder? Nee, doch nicht. Tatsächlich, okay, es gibt doch nichts mehr. Alles klar. Dann scheint es auch hier bei den Dojos der Fall zu sein, dass ich mir jetzt eigentlich nur noch das zweite Dojo merken muss. Und da haben wir jetzt übrigens schon ein Unwetter da oben, ja. Dass ich mir nur noch das zweite merken muss, weil das erste jetzt dann egal geworden ist. Weil es halt im zweiten eh schon alles gab, was auch im ersten dabei war, aber halt noch mehr. Und bei den Dämonenzahnhändlern scheint es eben auch der Fall zu sein. Okay, gut. So, aber jetzt dann können wir endlich zum ersten Mal dann diesen oberen Bereich erkunden, wo wir echt noch nie zuvor hinkamen. Was ich immer noch total seltsam finde, weil so hoch ist es gar nicht mal. Aber jetzt dann kommen wir endlich mal mit der Fähigkeit, mit der Katzenfähigkeit dann auch dahin. So. Und wir haben ja auch schon im letzten Part von Wacker gehört,
dass wir es dann gleich hier irgendwo einen Blitz einschlagen lassen müssen und dass wir dann da weiterkommen können. Und da unten soll ich hin. Aber deswegen werde ich erstmal den oberen Bereich hier erkunden, logischerweise. Was haben wir jetzt eigentlich hier für Gegner übrigens? Ich will übrigens meine Waffen auch wieder ändern, fällt mir gerade auf. Ich will nämlich mal das neue Schwert austesten, die Jadeklinge. Auch wenn die jetzt noch aktuell schwächer ist, ich will mal trotzdem kurz auschecken. Und das Nebenwaffe lassen wir den Spiegel einfach so, passt schon. So, okay. Sieht auf jeden Fall ziemlich stylisch aus, so ein bisschen dann eben hier in grün, auch ein grünes Leuchten hat sie hier. Sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Und ich will euch übrigens kurz nach unten holen. So. Und dann, ich will aber auch schon noch treffen. Habe ich irgendwie eine geringere Reichweite mit dem Schwert? Irgendwie kommt sie so vor, aber das kann eigentlich gar nicht sein, glaube ich. Ich habe einfach nur nicht getroffen, ich Idiot. Okay, was soll's. Was gegen euch zerschneiden eigentlich? Ah, der ist eh schon tot, verdammt. Was ist gegen den Fisch eigentlich? Was gegen den? Boah, das ist schon so lang her bei denen, weil die haben jetzt schon Ewigkeit nicht mehr gesehen. War es eine Bombe bei dem? Nee, war es nicht. Okay. Aber bei denen war es doch, bei den Viechern war es doch, glaube ich, zerschneiden, oder? War das nicht so? Ich weiß nicht mehr genau. Ich werde dann gleich mal das austesten. Ich will dir bitte, Moment, Schaden machen, wenn es geht. Mein Lieber. Bam. Und bam. So, zerschneiden. Nee, war es doch nicht. War es irgendwas anderes? Oder war es da doch einfach nochmal Wind? Oder so? Ich weiß nicht genau. Ist schon viel zu lange her, dass wir die Gegner da gesehen haben. Vor allem den Fisch. Habe ich echt keine Ahnung mehr. Aber egal, was soll's. So. Achso, übrigens, das war jetzt aber trotzdem dumm von mir, weil ich hätte dran denken sollen, dass ich die Gegner bepinkle, weil wir das auch jetzt mittlerweile im Dojo, also im zweiten Dojo beim letzten Mal, noch gelernt haben, dass wenn wir Gegner anpinkeln, dass wir dann einfach so auch schon Dämonenszene von denen erhalten können. Und da soll ich jetzt dran denken, das immer zu machen, weil Dämonenszene echt einiges wert sind. Und die Standardgegner haben wir mal wieder hier, was ist denn da los? Oder beziehungsweise die ja schon ein bisschen mehr drauf haben, weil die ja wenigstens ablocken können. Also die ganz, ganz ultra Standardgegner sind es nicht, aber trotzdem sind es schon sehr, sehr standardmäßige Gegner hier. Und ich lasse mich trotzdem treffen von irgendeinem anderen Typen da von der Seite. Aber so ist. So. Und stirb. Ich will mal doch wieder, glaube ich. Okay, der Typ hier. Dann doch wieder, glaube ich, mal kurz mein normales Schwert hier nehmen. Weil Goldstab habe ich ja, glaube ich, keinen mehr, oder? Doch, habe ich sogar. Ich könnte das auch gleich verbessern. Aber alle drei Schwerter verbessert zu haben, ist eigentlich eher Quatsch. Weil ich meine, ich habe das Gute hier. Und ich weiß nicht, ob das noch irgendeine andere besondere Fähigkeit hat, das hier. Es steht auf jeden Fall nichts dabei. Das hat ja sogar noch die Tintenkugelkraft, das hier. Und das anscheinend gar keine. Deswegen werde ich es dann mal schon, glaube ich, hier sein lassen. Okay. So, mal Wind gegen euch. Bam! Und die fallen einfach zu Boden. Ich weiß gar nicht genau, ob ich das schon mal gesehen habe zuvor. Weil war es nicht sogar so, dass wir die hier bekämpft hatten, als wir noch Wind gar nicht hatten? Kann das sein? Ist es denn richtig gegen die? Ist es sogar. Okay, cool. Okay. Aber trotzdem geben wir jetzt halt leider, oder kriegen wir jetzt leider nicht so viele Dämonenszene von den Gegnern hier. Weil die halt alle total schwache Gegner sind und die mir halt nur einen geben. Die späteren Gegner geben einem ja viel, viel mehr. 3, 4 oder 5 oder sowas sogar teilweise. Aber die ganzen schwachen Gegner hier vom Anfang geben mir halt leider nur einen einzigen Dämonenzahn meistens. Aber na gut. So, sehr schön. 30 Glückspunkte. Ich glaube, das reicht sogar wieder für ein kleines Upgrade. Genau das könnten wir auch gleich mal machen. Die Lebenspunkte nehme ich gleich wieder. Weil das immer noch jetzt irgendwie am sinnvollsten ist, denke ich erstmal. Den Rest, wie gesagt, lasse ich erstmal. Ja. Ich mach mal. Yay. Oh, und wir haben die zweite Reihe angefangen. Also schon, das habe ich noch gar nicht realisiert. Aber ja, das macht auch Sinn. Es gibt ja auch eine zweite Reihe. Okay. Samen, nee, Grundfutter war's, ne? Ja, Grundfutter war's. So. Weil in der ersten Reihe haben wir jetzt, glaube ich, auch 10 Lebenspunkte, richtig? Also auch wieder mal wie in den meisten Zelda-Spielen zumindest. Ich will mal kurz nachschauen, aber haben wir doch, glaube ich, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau. Und dann ist die zweite Reihe, haben wir jetzt auch angefangen. Und dann werden es eben am Ende insgesamt dann 20 Lebenspunkte sein, die wir haben werden, nehme ich mal an. Es sind doch noch einige. Das habe ich aber eigentlich doch nicht erwartet, dass es dann doch noch so viele sein würden, ehrlich gesagt. Aber ja, anscheinend schon. Na gut. Okay, jetzt haben wir übrigens den Gegner. Wir haben doch schon ein bisschen stärkeren. Oder, ja, nee, gar nicht wahr. Das ist an sich dieser Trommelgegner da. Aber der hatte jetzt auch schon so Totenköpfe um sich herumfliegen. Was eigentlich komisch ist, weil das haben wir doch eigentlich bisher nur bei diesem anderen komischen Gegner halt mit den Totenköpfen da gesehen, die auch so Laserstrahlen und sowas rausschießen können. Aber bei dem Trommelgegner haben wir doch das noch nie zuvor gesehen, oder? Heißt das, dass die Totenköpfe jetzt auch bei alten Gegnern dann einfach so irgendwie auftauchen können und mir das Leben schwer machen können? Anscheinend schon irgendwie. Keine Ahnung. Aber finde ich sehr interessant. Na gut. So. Mehr Glückspunkte bitte.
Ah genau, das wollte ich auch eh gerade jetzt erwähnen. Dass es mal auch ganz sinnvoll wäre, hier bei Nacht uns umzuschauen. Und jetzt ist glücklicherweise eh Nacht geworden. Ja, dass wir auch sowas finden können, weil das hätte ich ansonsten auch niemals entdeckt. Steht zwar so, also man kann es ganz knapp erkennen, dass da eine Truhe irgendwie ist. Aber ist schon sehr schwierig, so zu sehen. Obwohl man da häufig schon auch so ein bisschen Indizien oder Indizien dafür bekommt, weil meistens ist es so, nicht immer, aber meistens ist es glaube ich so, dass da immer auch so ein paar Büsche drumherum stehen und dass die so ein bisschen im Kreis da drumherum angeordnet wurden. Und das kann man dann so ein bisschen als Anhaltspunkt vielleicht nehmen, aber ich finde das trotzdem immer noch sehr, sehr schwer, das dann deswegen zu erkennen. Deswegen, ich weiß nicht genau, ist dann schon glaube ich hier sinnvoller, das Ganze dann bei Nacht eben sich an, verdammt, das war schlecht, sich dann das Ganze bei Nacht anzuschauen. So, am Pinkel kurz, sehr gut. Bam! Und dann dich töten. Und nochmal zerschneiden. Für mehr Dämonenszene. Ja. Und dann hier gegen dich machen wir Wind. So. Und was war jetzt gegen euch? Weiß ich ja nicht, was richtig war, ne? Für Dämonenszene. Zerschneiden war es aber, glaube ich, nicht. Ihr macht da mal eine Bombe. Bam. Nein, auch nicht. Na gut. So. Habe ich denn jetzt eigentlich schon wieder 100 übrigens? Weil wir haben ja nur noch 9 oder sowas, glaube ich, gefehlt. Weil 91 hatte ich ja, glaube ich, davor. Habe ich es gar schon wieder, ja. Also ich könnte mir jetzt sogar überlegen, ob ich jetzt nochmal zurückgehen will zum Kaiser. Um mir dann noch halt die Fähigkeit zu holen, dass ich über Wasser laufen kann. Weil das, wie gesagt, schon echt einiges wert wäre. Weil halt, wie gesagt, Wasser immer unsere größte Schwäche war. Und wenn wir halt das dann wegnehmen können, unsere größte Schwäche bisher, wäre das schon wirklich sehr viel wert. Deswegen, ja, ich werde es dann vielleicht noch irgendwie machen, aber jetzt nicht vielleicht sofort noch entdeckt. Ich werde es dann vielleicht, oh, beide schon gestorben, nice. Ich werde es vielleicht dann machen, wenn wir jetzt dann nochmal auch Hauptstory-mäßig dann sowieso an einer Quelle vorbeikommen. Dann werde ich es vielleicht machen, aber ansonsten jetzt glaube ich erstmal nicht mehr, das passt schon. So, was gegen dich, eine Bombe? Oder habe ich es gerade eben schon, das habe ich gerade eben schon getestet, glaube ich, ja, ich bin auch dumm. Egal. Das Problem ist halt auch, dass wir, oder nicht unbedingt das Problem, es ist eigentlich eher gut, weil bei den alten Gegnern, war es ja auch so, dass wir halt damals auch noch viel weniger Fähigkeiten hatten. Aber trotzdem musste man ja von denen auch schon irgendwie die Mondszene erhalten können. Was eigentlich heißt, dass ich nicht so viele Optionen habe, was man da eigentlich tun muss, um einen Dämonenzahn dann zu kriegen letztendlich. Deswegen sollte es eigentlich dann einfacher sein, das herauszufinden. Müsste man meinen zumindest. Aber irgendwie ist es trotzdem nicht so ganz easy, wie ich finde. Weil das halt jetzt auch schon so lange her ist und ich mir es halt einfach dann nicht so gut merken kann immer, wie ihr ja wisst. Und die Fische vor allem nerven mich gerade ziemlich hart. Geht bitte weg von mir, ja. Und ich habe welche erhalten. Ich weiß jetzt nicht, wo jetzt die Dämonenszene herkam, weil ich jetzt alle Gegner gleichzeitig zerschnitten habe. Deswegen, wo die jetzt herkamen, weiß ich jetzt, wie gesagt, leider nicht. Aber wir haben auf jeden Fall weitere erhalten, deswegen, das passt schon. Den Kampf lasse ich jetzt mal aus vielleicht, aber den da will ich auf jeden Fall machen. Logischerweise. Weil ich weitere Glückspunkte haben will. So. Ah, ja, ich habe noch getroffen. Dann, wo er schon dann wieder nach unten gesprungen ist, der Kollege. Sehr schön. Dann wieder so ein Trommeltyp. Erstmal anpinkeln. Und dann ein bisschen drauf von hier. Okay, der ist auch gleich gestorben. So, nice. Und der andere Typ wird auch gleich sterben. Also ist, wie gesagt, hier gegen die ganzen Gegner vom Anfang dann wirklich kein so Problem mehr, muss man zugeben. Bam. Und kabam. So. Aber leben sogar beide noch. Aber gleich nicht mehr. So, stirb. Ich habe es noch nicht herausgefunden bei dir, ne? Ich mach mal dann Wind vielleicht. Nein, Wind ist es nicht. Aber ich habe doch schon Zerschneiden und Bombe getestet, glaube ich, oder? Ich meine eigentlich schon. Dann verlangsamt, das kriegt man viel zu spät erst, glaube ich nicht. Ist auch nicht, ja. Oder habe ich doch eine von den beiden vergessen? Weil ich meine, das ist halt wenigstens das ganz Gute. Dass bei den meisten Gegnern hier am Anfang es eigentlich entweder zerschneiden oder die Bombe sein muss. Wirklich arg viele andere Optionen gibt es eigentlich gar nicht. Weil wir ja am Anfang jetzt noch nicht so viele Fähigkeiten hatten, die wir jederzeit einsetzen können. Wir haben halt auch noch dann die Wasserfähigkeit und Feuerfähigkeit noch halbwegs früh zumindest gelernt, sage ich mal. Aber man hat ja nicht jederzeit immer Wasser und Feuer irgendwie griffbereit, um das woanders hinzulenken. Und deswegen waren halt am Anfang die einzigen Fähigkeiten, die wir immer einsetzen konnten, halt wirklich zerschneiden und die Bombe. Und dann irgendwann kam auch, ich meine Wind kam sogar auch noch relativ früh dazu, muss man zugeben, das stimmt schon. Weil das haben wir ja schon direkt im zweiten Dungeon dann gelernt, deswegen das schon. Aber Verlangsamen kam ja wirklich erst relativ spät. Und das glaube ich eigentlich nicht, dass ich hier irgendwelche Dämonenszenen durch Verlangsamen kriegen kann. Aber könnte auch vielleicht doch sein, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. So. Aber hier sind wir anscheinend richtig.
Das ist hier schon seit Ewigkeiten, aber niemand weiß eigentlich, wozu es wirklich dient. Dinge von dieser Art gibt es häufig in Nippon. Niemand weiß, wann sie gebaut wurden oder wer sie gebaut hat. Aber ich schätze, die Menschen müssen sich um weitaus wichtigere Dinge kümmern. So, und überall blitzt es hier. Und ist ein Schwert, oder was man das Schwert bezeichnen kann. Aber das da oben sieht doch wieder mal stark nach einem Blitzableiter aus. So, erstmal Kristall. Deswegen, ich weiß schon, was ich dann hier gleich tun will. Aber ist denn hier eigentlich auf der Rückseite noch mehr... Kann ich eigentlich rein? Vielleicht? Da steht was drauf. So eine Schrift habe ich noch nie zuvor gesehen. Noch nicht einmal ich kann sie lesen. Ich frage mich, was sie wohl bedeutet. Ja, vielleicht wird sie dann die Tür gleich öffnen. Wenn ich halt dann... da den Strom hinlenke. Das könnte sein. Aber hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Okay. Ja gut, dann machen wir das nochmal. Würde ich vorschlagen. Ein bisschen weiter weg vielleicht. Am besten mal vielleicht von hier oben aus. Da habe ich, glaube ich, eine ganz gute Sicht. Genau. Ja, die Tür öffnet sich. Und wir können dann irgendwo ganz anders hinkommen. Ja, und wir erkunden das mal, würde ich sagen. Amy, weißt du, wohin dieses Loch führt? Nee. Weißt du, da hatte sich doch dieser faulige Rauch aus Neunschwanz erhoben und ist in die nördlichen Länder geflohen. Dorthin führt dieser Tunnel. Aber was ist mit diesem unheimlichen Licht? Ich bekomme da ein ganz schlechtes Gefühl wegen dieser Sache. Ja. Aber wir erkunden das trotzdem mal. Wo bin ich jetzt? Ach, wieder mal bei einer verfluchten Zone auch. Okay. Wo bin ich jetzt so gesamtkartenmäßig eigentlich? Also erstmal bin ich in Kamui. Wow. Okay, und da ist alles ziemlich eisig anscheinend. Okay, da ganz oben bin ich jetzt einfach. Oder wie? Auch interessant. Aber ist natürlich auch logisch, dass hier ganz im Norden dann alles verschneit ist. Ja. Also es scheint zumindest so. Aber ich bin auf der Karte noch nicht zu sehen aktuell. Ich werde dann aber vielleicht gleich da unten auftauchen. Oder so. Nachdem wir diesen langen Gang hier entlang gelaufen sind. Okay, es wird kalt. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie Schutzkleidung oder sowas brauche. Und dass Amaterasu nicht friert. Aber sie hat ja ein dickes Fell. Hoffe ich zumindest mal. So. Aber wir sind noch immer nicht auf der Karte zu sehen. Aber erst dann gleich, hoffe ich mal. Kamui. Verdammt kalt hier, was? Wie kann es irgendwo nur so verdammt kalt sein? Ich weiß, dass Kamui der nördlichste Teil von Nippon ist. Aber komm schon, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals so sehr geschneit hat. Hör zu, Amy. Ich werde mich in deinem Fell einnisten. Und du versuchst, uns einen Unterschlupf vor diesem fiesen Schneesturm zu finden. Okay. Und haben wir jetzt Tag? Ich glaube schon. Okay, jetzt sind wir auch zu sehen. Gut, erstmal speichern würde ich vorschlagen. Wo ist die Speicherstation? Ah, hier ist sie. Okay, alles klar. So, speichern. Und vor allem auch wieder hier eine neue Warpstelle haben wir jetzt damit auch freigespielt. Sehr gut. So, wir haben also wieder ein komplett neues Gebiet. Übrigens, hier haben wir Webcare oder sowas. Und hier Joshpit, irgendwas, keine Ahnung. ich muss aber mal erstmal wieder kurz nachts machen. Ja. Dass wir dann gleich wieder auch die Truhen besser sehen können. Weil, wie gesagt, ich finde es immer noch sinnvoller, vor allem draußen irgendwo das Ganze dann bei Nacht zu erkunden. So. Obwohl wir jetzt halt hier aktuell eh nicht so viel machen können anscheinend. Da wir hier auch wieder eine sehr, sehr große und weitreichende verfluchte Zone vor uns haben. Die wir jetzt dann wieder erstmal irgendwie loswerden müssen. Mit dann gleich einem Wächtersprössling, der hier hoffentlich irgendwo auf uns wartet. Okay, ich kann noch sehen. Nämlich dann... da, aber der ist ja dann in der verfluchten Zone drin, oder? Muss ich dann sogar wirklich ein bisschen zumindest durch die verfluchte Zone durchlaufen, um dann zum Wächtersprössling hinzukommen, oder wie? Könnte sogar sein. Ja, wird interessant werden. Schauen wir erstmal. Und was ist hier? Erstmal ein neuer Gegner. Hallo? Mit einem Straßenschild greift der an, oder wie? Auch interessant. Jetzt haben wir dann auch wieder stärkere Gegner, würde ich mal vermuten. Okay. Aber ich kann trotzdem einfach so schon Schaden machen. Okay, solche Viecher. Okay. Also wieder mal Variationen von diesen Viechern, die halt einfach immer so ein Schild vor sich halten. Ne? Aber zerschneiden ist nicht richtig anscheinend. Okay.
Ich muss das wieder mal kurz austesten. Verlangsamen vielleicht gegen den. Nein. Wind. Ja, Wind. Okay, tatsächlich, alles klar. Wind gegen euch. Sehr gut. Yay. Okay, aber scheint doch auch wieder, auch insgesamt, doch recht einfache Gegner hier zu sein. Sondern gegen den hier war es ja, habe ich ja gerade schon getestet, nicht zerschneiden. Deswegen ist es dann gegen dich vielleicht die Bombe. Bam. Nein, das ist nicht. Okay. Werde ich doch noch austesten müssen. Aber gegen den einen Typen, der mit dem Straßenschild da angreift, gegen den ist es anscheinend Wind. Okay. Und ich habe jetzt wieder nicht daran gedacht, die anzupinkeln, die Gegner, ich weiß schon. Aber es waren ja auch neue Gegner, aber wenn die dann noch häufiger vorkommen, was sie bestimmt werden, werde ich dann hoffentlich auch ein bisschen dran denken. Aber das sind anscheinend dann doch wirklich relativ einfache Gegner. Okay. So, hier habe ich jetzt schon, glaube ich, alles gesehen erstmal. Ich werde vor allem auch gleich erstmal das Haus da erkunden. Weil hier komme ich ja vielleicht eh nicht. Oder ich will mal kurz das austesten, komme ich hier weiter? Ja, anscheinend nicht, oder? Das ist verrückt, Amy. Dieser Schneesturm wird uns noch im Laufen einfrieren. Lass uns erstmal zurückgehen. Okay, ich darf noch nicht entlang, ja. Okay. Müssen wir vielleicht erstmal warten, bis der aufgehört hat? Oder ich muss selber irgendwas dagegen tun, dass der aufhört? Mal schauen. Aber erstmal gucken wir uns hier ein bisschen um. Was ist das für Löcher übrigens? Das sind ja auch Maulwürfe wieder, die irgendwas gestohlen haben, oder wie? Vielleicht? Aber ich meine, irgendeine Bedeutung hat es doch, oder? Kann ich da eine Bombe drauflegen? Moment. Ja, schon so halb. Bam. Aber nichts passiert. Na gut, dann lassen wir es erstmal. Was haben wir denn hier für ein Haus? Schauen wir mal kurz. Brr. Sieh nur. Feuer, Feuer. So, ein bisschen aufwärmen. Schätze, wir werden wohl doch nicht erfrieren. Aber wir sind doch hier nicht alleine, oder? Ja. Wow. Ganz ruhig bleiben. Was ist dein Problem, Amy? Ich darf doch wohl neben dem Feuer noch etwas entspannen, oder? Isso, und schau dich um, du Idiot. Ja! Du! Sehr cool wieder in Szene gesetzt. Und er haut einfach ab. Hast du das gesehen, Amy? Ich spreche nicht von dieser dummen Maske. Ich meine sein Schwert. Das ist ein wirkliches Meisterwerk. Okay. Sehr interessant. Aber na gut. Kann ich einfach irgendwas anderes finden? Weiß ich genau. Ja, ein bisschen Geld halt noch, aber ich glaube ansonsten nichts mehr. Mit dem Feuer kann ich auch nichts mehr machen, oder? Glaube nicht mehr. Okay. Ja, wirklich ein sehr interessanter Typ, auch interessante Maske. Irgendwie habe ich die Maske ein bisschen an Ganon erinnert. Muss ich sagen, aber na gut. Aber auch nur so ganz grob. Sieht so aus, als ob er es ernst meinen würde. Okay, ein Kampf. Ah, da kommt Feuer raus. Okay. Für den Kampf jetzt extra. Ja, ist ja okay. Alles wird gut. Okay, Zwischenbosskampf. Alles klar. Erstmal Feuer. Bam. Macht ihm aber nichts. Okay. Dann zerschneiden. Das war zu erwarten. Verlangsamen ist immer gut. Verlangsamen ist immer gut, ja. Boah, das Verlangsamen ist so OP einfach. Das ist echt der Wahnsinn. So, oh Gott. So, erstmal immer schön ausweichen. Der kann übrigens auch solche Kristalle oder sowas nach vorne schicken. Ich weiß ja gar nicht mehr genau, wer das war, aber wir haben schon mal gegen irgendjemanden gekämpft, der auch sowas ähnliches drauf hatte wie er hier. Wer war das nochmal? War das Rao, glaube ich? Nachdem sie Hiliko umgebracht hat? Ah Mann, ey, jetzt habe ich eingefroren sogar. Nein! Autsch. Das tut weh. Okay, ich muss da aufpassen. Ich glaube sogar schon, oder? Ich weiß aber nicht mehr genau. Kann ich eigentlich die zerstören übrigens? Das
Kann ich machen? Ich kann sie auch... Ah, okay. Ich kann und ich soll sie sogar auch zurückschicken, um ihm dann mehr Schaden machen zu können. Okay, alles klar. Bam. Bam. Ja, im Nahkampf hatte er nicht so viel drauf, wollte ich gerade sagen. Nachdem er mich direkt getroffen hat. Okay, nee, das ist sogar, glaube ich, doch sinnvoller, auf die Entfernung anzugreifen. Und dann immer schön die Eissplitter hier zurückzuschicken. Ja. Und dann, wenn er betäubt ist, ihn dann schön anzugreifen. Okay. Auf jeden Fall zwischendurch kurz verlangsamen, genau. Ich kann mal wieder ein paar Special-Fähigkeiten einsetzen. Ich mache mal sogar vielleicht mal den Zyklon mal nochmal kurz machen, einfach so. Weil ich da auch interessieren würde, wie das jetzt gegen den funktioniert, gegen so einen Zwischenboss. Also prallt einfach alles ab, okay. Macht ihm gar keinen Schaden. Okay, wäre irgendwie blöd gewesen, wenn der jetzt da so wie verrückt in die Luft geflogen wäre. Alles klar. Aber Inferno dürfte schon funktionieren, oder? Würde ich mal vermuten. Ich werde es gleich mal testen vielleicht. Wow. Okay. Aber erstmal nochmal kurz hier will ich wieder... Genau. Was auf ihn zurückschicken. Sehr gut. Und dann, ein kleines aber nur, Inferno! Ja, macht Schaden. Nicht mega viel, aber ein bisschen was wenigstens. Und er verbrennt. Und, bam, stirb! Was zum... Na, es geht noch weiter. Okay. Okay. Du bist in Wahrheit auch ein Wolf. Oder wie? Aber hast dich als Mensch getarnt? Oder was? Auch sehr interessant. Ich kann dir aber auch wieder einfach so Schaden machen schon. Durchs normale draufhauen. Wow. Du hast aber sehr fancy Attacken auch. Und auch wieder meine Frage, wie kann ich denn wieder deinen Schwachpunkt hervorlocken, dass ich dann wieder dich besser treffen... Oh Gott. Besser treffen... Hilfe! Besser treffen kann. Du bist auch sehr schnell. Ich kann wieder verlangsamen machen, weil wie gesagt, verlangsamen ist einfach immer eine totale OP-Fähigkeit, wie ich finde, immer noch. Vielleicht jetzt Feuer? Ne, fällt immer noch ab. Ich meine, hat das Feuer überhaupt irgendeinen Sinn, dass es da ist? Irgendwie? Ich weiß nicht genau. Was zum Teufel? Aufsplitten kann er sich auch noch. Aber er gibt mir dadurch ein paar Leben wenigstens. Eieiei. Ich weiß nicht, auf wen ich jetzt reden soll. Okay, das war nur halt Fake, ja. Und sollte mich halt davon abhalten, ihn anzugreifen. Aber war schon klug, auch den Fake zu besiegen. Oder die Kopie zu besiegen, würde ich sagen. Weil ich da auch weitere Heilung... Na, Mann, ey. Weitere Heilung gekommen habe, weil es sehr einfach war. Okay, aber das ist apropos einfach. Das ist kein so einfacher Kampf, finde ich. Weil, Mann, ey. Weil du doch einiges aushältst und sehr schnelle Attacken auch hast. Also ich sollte hier... Und ich kann halt auch selber nicht so ganz viel machen. Weil ich eben noch nicht herausgefunden habe, wie ich dir viel Schaden auf einmal machen kann. Das ist noch mein Problem aktuell. Wenn ich das wüsste, könnte ich da ein bisschen mehr anstellen. Ja, vielleicht hätte ich jetzt die Splitter gerade eben zurücklenken sollen. Das kann sein. Oder vielleicht nach der Attacke kurz danach? Nee, jetzt noch mal kurz testen. Kann ich die zurückschicken auf dich? Ja, ich kann sie zerschneiden, aber... Zurückschicken kann ich sie nicht. Okay, mal nochmal... Ich weiß nicht genau, Wind? Vielleicht? Aber langsam habe ich ja schon probiert. Und Feuer habe ich... Ich meine, ich habe schon eigentlich alles probiert, oder? Ich meine, oh Gott. Bombe noch nicht, das stimmt. Bombe könnte es noch sein. Aber es ist sehr schwer, den schnellen Typen mit der Bombe zu treffen. Ich probiere es mal. Ja, das war erstmal keine super. Moment, nochmal. Okay, jetzt. Bam. Ich habe ihn getroffen, aber ja, nichts passiert. Oh Gott, ey. Und ich bin schnell nicht eingefroren. Ja, vor allem jetzt gegen drei von denen ist schon sehr viel los, ne? Also ja, das ist wie gesagt echt kein... Ach, Mann, ey, du blöder Idiot. Das ist echt nicht so einfach. Vor allem, wenn drei von denen da sind. Ich meine, es wäre um einiges einfacher, wenn ich wüsste, was ich tun müsste, um seinen Schwachpunkt hervorzulocken. Weil dann könnte ich halt viel mehr Schaden aufmachen. Aber so ist halt echt schwer. Aber, ich meine, es könnte auch sein, dass er einfach seinen Schwachpunkt nie zeigt. Aber das kann ich mir halt nicht vorstellen eigentlich. Weil bisher war es doch bei jedem Gegner so. Selbst bei allen Bossen, dass man immer irgendwie mit den richtigen... Okay, jetzt. Genau, das meinte ich. Mit den richtigen Fähigkeiten Schwachpunkt hervorlocken konnte. Jetzt eben zum Beispiel. Aber wie habe ich jetzt das gemacht? Einfach häufig hintereinander draufhauen oder wie? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, wie das ging, aber ich habe es noch irgendwie zumindest einmal geschafft. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe es noch irgendwie hinbekommen. Naja. So, nee, bist doch in Wahrheit ein Mensch. Ich habe keine Ahnung, wer oder was du jetzt bist. Okay. Nicht schlecht, Weißer. Ich bin Oki. Krieger des Uina... Was für ein Ding? Uina-Stamm, wie will ich das denn aussprechen? Keine Ahnung. Uina-Krieger, okay. Du bist offensichtlich nicht von unserem Stamm. Und ich kann auch sehen, dass du kein normaler Wolf bist. Unter welchem Namen kennt man dich? Ist und pass auf. Das hier ist Amaterasu, die Retterin von Nippon. Aber nun genug davon. Warum musstest du uns angreifen? Und was machst du überhaupt mit diesem Schwert? Oh, ich sehe, dass du ein Koropokel bei dir hast. Warte,
Bist du das, Ison? Oh. Ich hab dich ja schon ewig nicht mehr gesehen. Sie kennen sich? Muss nett sein, auf dem Rücken eines Wolfes durch Nippon zu streifen. Was? Ich habe gehört, du hättest keine Lust mehr zum Malen. Deshalb bist du vor ungefähr einem Jahr abgehauen. Warum bist du zurückgekommen? Hast du es dir anders überlegt? Warum du? Ich weiß nicht, wer ihr beiden glaubt zu sein. Aber ihr seid nicht wie die legendäre Shiranui und der Däumlingskrieger. Pa! Halt doch die Klappe, okay? Warum erzählst du uns nicht erstmal, warum du das Schwert hast? Dieses Schwert. Ich habe dieses Schwert, weil die Zeit gekommen ist, es zu führen. Was? Wie du ja weißt, ist Kamui ein raues Land, das von Schnee und Eis bedeckt ist. Und diese Monster, die dieses Land plagen, machen uns das Leben noch schwerer. Bis jetzt haben wir, der Oina-Stamm, es geschafft zu überleben. Das liegt daran, dass die heiligen Ezufuji-Gipfel über uns waren, so schwierige Namen, aber unsere Hüter und Beschützer, unsere heiligen Gipfel, sind von diesen Dämonen übernommen worden. Okay. Ja, ich spreche von den Zwillingsdämonen. Lechku und Nechku. Sie waren von den Zwillingsgipfeln des Ezufuji gefangen gehalten worden. Aber sie sind plötzlich eines Tages ausgebrochen und begannen ihren tödlichen Angriff auf das Land von Kamui. Die Schneestürme sind viel schlimmer geworden und verwandeln Kamui in eine eisige Einöde. Diese Dämonen sind wieder da? Viele von unserem Stamm wurden durch ihre unerbittlichen Angriffe getötet. Es schien, als ob sie unser Land auf der Suche nach etwas durchstreiften. Aber sie haben unbarmherzig alle Oina abgeschlachtet, die ihnen über den Weg liefen. Die gute Erde verliert ihre Macht und ihre Seele. Ohne diese Geschenke der Götter wird Kamui unbewohnbar werden. Ich muss diese bösartigen Dämonen vernichten, bevor es zu spät ist. Was ist mit den Dorfbewohnern? Sie werden wohl gegen die Kälte kämpfen, die vom Ezufuji ausgeht. Schließlich liegt unser Dorf am Fuß der Berge. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Kamui ein eisiges Grab geworden ist. Ein eisiges Grab? Was machst du dann hier draußen mit dem Wächterschwert? Warum hast du es aus dem Dorf weggebracht? Habe ich nicht gesagt, dass die Zeit gekommen ist, es zu benutzen? Du hast doch von der Prophezeiung der Erlösung gehört, oder? Die Wand aus Eis soll zerschmettert werden und den Weg in den Himmel freigeben, wenn Kuthorn das Wächterschwert silbern strahlt. Das bedeutet, wenn dieses Schwert silbern glänzt, dann wird die Rettung des Dorfes vor dem fürchterlichen Schneesturm ein Kinderspiel. Das Schwert hat angefangen zu glänzen? Ja, aber Kuthorn wird nicht erwachen, bevor es nicht mehr Monsterblut vergossen hat. Deshalb werde ich damit fortfahren, die gemeinen Bestien zu erschlagen, wo immer sie auch stecken mögen. Aber nicht uns bitte. Bis Kuthorn uns den Weg zum Sieg erleuchtet. Okay. Und stimmt, das Resultat fehlt ja auch noch. So. Ja, interessant. Aber ich will dann erst noch im nächsten Part mit dem Kollegen hier weiterreden. Denn ich würde erst mal sagen, Leute, das war's dann hier auf diesem Part von Let's Play Okami HD. Beim nächsten Mal geht's dann hier in Kamui oder in der Nähe von Kamui dann immer noch weiter. Wird dann erstmal dann hoffentlich jetzt auch da durchgehen können. Aber jetzt hat der Schneesturm, der heftige, ja anscheinend erstmal so ein bisschen zumindest nachgelassen. Deswegen wir dann dort auch anscheinend zum Dorf dann hingehen können. Würde ich jetzt mal vermuten.
Und wenn wir dann vor allem erstmal auch hoffentlich im nächsten Part dann auch gleich den Wächtersprössling dann finden werden, ist ja aber, dürfte ja dann gleich eigentlich direkt vor uns sein, wenn wir da hindurchgehen, hoffe ich zumindest mal. Und wenn wir dann die verfluchte Zone hier auch wieder loswerden können. Und dann wird es eben hier in diesem kalten Gebiet weitergehen. Aber das finde ich ganz interessant. Ich habe eigentlich nicht erwartet, dass wir hier noch so ein klassisches Schnee- oder Eisgebiet haben würden in Okami. Aber anscheinend doch noch. Aber ich mag Schnee- oder Eisgebiete in Videospielen allgemein eigentlich immer sehr gerne. Deswegen, ich freue mich dann doch schon sehr drauf. Okay. Und Sequenz noch. Wird wieder Tag. Und auf jeden Fall würde ich mich dann auch noch sehr über einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.